Seid gegrüßt, liebe Freunde. Hier ist MD Vegan. Heute möchte ich ein ganz einfaches Gericht machen. Ein Pudding zum Frühstück. Ganz einfach aus Bananen und Avocado. Auf eine Banane kommt eine halbe Avocado. Ja, wenn sie klein ist, ein bisschen mehr vielleicht, die Avocado. Und ich zeige euch noch einmal, wie ich eine Banane aufmache. Ich weiß, das kennt eigentlich jeder. Aber ich habe es mal falsch gemacht. Es gibt nicht falsch, aber wenn man es hier aufzieht, ist es schwieriger. Einfacher ist es hier oben, so machen es die Affen. Die beißen hier rein, also in die kleinen Knüppel hier oben, ziehen dann die Haut ab, die Pelle ab, die Schale ab. So mache ich eine Banane jetzt immer auf. Wohlgemerkt. Und die Avocado, die ist ein bisschen schwieriger, aber auch sehr einfach. Hier ist meine Avocado. Ich schneide die nämlich hier in der Mitte einmal auf, einmal rundherum um den Stein. So sieht es hier aus. Ihr seht, das ist eine wunderbar schöne Avocado. Hier ist es ein bisschen dunkel. Ganz klein bisschen, aber das ist vom Kern. Das ist, kann man vernachlässigen, würde ich sagen. Ja, und dann schneide ich noch ein Viertel raus. So. Auch um den Kern herum, bei der anderen Seite. Viertel die. Und den Kern raus. Und jetzt kann ich sie nämlich wunderbar mit einem Löffel, habe ich einen Löffel zurechtgelegt, kann ich sie so rausschälen. Da brauche ich nämlich gar nicht so rauszukratzen groß und ich schäle einfach hier die Viertel raus. Kann ich perfekt mit dem Löffel reingreifen und so finde ich, habe ich gar nichts verloren. Ja, habe ich die ganze Avocado auch, kann ich sie benutzen. Und dann muss ich nicht so umständlich in der Schale rumkratzen. Weil der Löffel passt nämlich genauso in die Viertel Avocado rein, auch wenn sie größer sind. Findet die beste Möglichkeit, eine Avocado zu leeren. So, das war schon, was ich machen muss an Vorbereitungsarbeiten. Na, bleibt doch im Schälchen drin. So, und die Schalen gehen zur Seite. Jetzt habe ich eine Küchenmaschine. Die zeige ich euch. Ich habe den Strom angeschaltet. Die ist nämlich nicht immer an. Küchenmaschine mit der wellenförmigen Klinge. Hier, das ist die, benutze ich dafür. Jetzt kommt einfach alles da rein. Meine Bananen. Breche ich nochmal durch. Und die Avocados. Kommt da auch rein. Wie gesagt, das Verhältnis 2 zu 1. Banane zu Avocado. So ungefähr als Maß. Und dann jetzt fein gemixt in Pudding. Zwei meiner Lieblingsfrüchte habe ich hier zusammen in einem Gericht vereinigt und ja, wirklich, ich liebe wirklich die Avocado sehr und die Banane sehr und in der Kombination passen die sehr, sehr gut zusammen. Probier es mal. Wow. Wenn die Avocado ein bisschen schwer sein kann, weil er sehr fetthaltig ist, so wird sich die Banane richtig frisch und leicht. Schaut mal, wie es aussieht. Ja. Richtiger Pudding. Kommt jetzt mein Schälchen rein. Fülle ich mal ein bisschen was ein. Das heißt für Hunger. Für einen schönen Hunger. Für einen kräftigen Hunger. Sehr sättigend. Aber trotzdem ist es sehr, sehr leicht. Also man denkt immer Bananen, oh je, dann werde ich dick davon. Stimmt gar nicht. Bananen haben relativ wenig Kalorien, pro Banane noch nicht mal 100 Kalorien. Und die sind sehr, sehr gesund auch. Die machen einen glücklich. Das ist ein leckerer Pudding. Man kann da auch noch Früchte drauf tun. Ich habe hier mal Aprikosen genommen. Ja, zum Beispiel eingeweichte Aprikosen über Nacht, dem Wasser, köstlich. Kann Pasta dazu. Kann man einfach so essen. Ja, könnt ihr euch alles Mögliche zu ausdenken. Ich finde, so wie er ist, ist der Pudding schon genial. Und möchte ihn euch sehr ans Herz legen. Ja, genauso wie mein Kanal. Ich mache jeden Tag ein neues Videorezept für euch. Dabei lerne ich auch sehr viel. Wir können ja auch zusammen lernen. Dann könnt ihr abonnieren den Kanal MD Vegan. Und schon haben wir es. Bis bald.